Hi, herzlich willkommen mal wieder bei der Firma Scharke auf unserem YouTube-Channel. Ich bin Sören Hasenklever und wir haben ja gesagt, wir schauen uns mal die ein oder andere Technologie an, die wir verwenden. Und heute werfen wir mal zusammen einen Blick auf unsere Pulverbeschichtungsanlage. Ja, Pulverbeschichten. Wofür machen wir das und wie funktioniert es eigentlich? Wofür? Ist klar, wir wollen Sachen ein bisschen optisch verschönern oder vor Korrosion schützen. Wir haben jetzt hier hinter mir ganz viel verzinktes Material liegen. Auch das kann wahlweise noch pulverbeschichtet werden. Es werden meistens Pfosten, was hier hinter mir liegt. Wie gesagt, die können wir auch einfach verzinkt aufstellen. Aber auch gerne werden die in Rot-Weiß oder in RAL 7016 oder was auch immer für eine Farbe genommen. Und das machen wir halt hier in Hagen in-house. Ja, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Die Pfosten oder was auch immer für Produkte wir haben, die gepulvert werden, werden ja auf unser Rollenbahnsystem gehängt, so dass es automatisch die einzelnen Stationen abfahren kann. Als erstes kommt es in den Bereich, wo es wirklich physisch pulverbeschichtet wird. Das machen wir alles händisch. Wir können da in zwei verschiedenen Farben gleichzeitig pulvern. Wir haben einmal eine Station, die dauerhaft weiß pulvert, eine, die sämtliche andere Farben pulvert. Da sind wir halt auch total flexibel. Warum haftet dieses Pulver eigentlich, ist die Frage. Das Pulver haftet, weil es statisch aufgeladen ist. Das Produkt ist geerdet und somit ja, zieht sich das Ganze, sprich das Produkt, das Pulver förmlich an. Es fällt auf jeden Fall nicht runter, sondern haftet mega gut an dem Material, einfach durch diese statische Aufladung. Wenn das Pulver dann auf dem Produkt ist, beziehungsweise hier auf dem Pfosten ist, wird das Ganze in den Ofen gefahren. Im Ofen ist es dann für circa eine halbe Stunde, das kommt immer ein bisschen auf die Materialstärke an, und bei circa 190, 200 oder auch mal 210 Grad, wie gesagt, kommt immer aufs Material an, was wir verwendet werden und für welchen Einsatzzweck das hinterher ist. Vorteil ist, wir haben natürlich nochmal einen höheren Korrosionsschutz, aber ganz klar einfach der optische Grund, warum wir das machen, um halt wirklich auch ein optisch ansprechendes Produkt liefern zu können. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bleibt dran, wenn wir uns auch vielleicht mal noch um ein anderes Thema kümmern. Abonniert den Kanal, ich würde mich freuen und bis bald.